Hallo. Ich bin der Ember, aber das wisst ihr. Ich habe noch nie ein Video so doof angefangen. Also nochmal, hallo. Ich will euch heute mal meine neue Flöte zeigen. Aber vorab noch eine Warnung an die etwas sensibleren Gemüter. Es sind 32 Grad im Schatten und sehr schwül. Und das einzig vernünftige Outfit, was man bei so einem Wetter noch haben kann im Wald, das ist, wenn man sich als Mensch verkleidet. Ihr wisst, was ich meine. Trotzdem versuche ich, die Kameraführung so zu gestalten, dass die Aufmerksamkeit nicht auf die falsche Flöte gelenkt wird. Also, mal eine neue Flöte. Besser gesagt, es ist gar nicht nur eine, es sind fünf in einer. Und die liegen in diesem Hardcase. Wobei der Begriff Hardcase, naja, das ist eigentlich ein Schwabbelcase. Ja, man kann das so ausziehen und hier oben ist das dann. So, man kann das dann hier so drehen und öffnen. Und dabei ist es auch schon wieder hier unten zusammengerutscht. Es war nicht so einfach, das Ding am Rucksack hierher zu transportieren. Das ist gut geeignet, um es im Auto irgendwo in den Kofferraum zu packen und von Kofferraum aus zu einer Bühne zu tragen oder so. Aber ich glaube, ich muss mir dieses Hardcase noch zumindest deutlich mal umbauen, damit das noch waldfähig ist. Diese Flöte ist nämlich sehr waldfähig. Pack sie mal aus. Ah, das ist nur ein Teil. So, man sieht jetzt schon, man hat hier eigentlich so die zentrale Flöte für die Tonerzeugung und vier Rohre, die man damit verlängern kann. Diese Flöte an sich, die zentrale, ist bereits eine Obertonflöte und mit den vier Rohren wird die Obertonflöte zu vier verschiedenen Fujaras in vier verschiedenen Stimmungen. Und deswegen nennt sich das ganze Ding Futujara. Was hier so aussieht wie ein Plastikrohr aus dem Baumarkt mit drei Löchern drin. Das ist in Wirklichkeit ein Plastikrohr aus dem Baumarkt mit drei Löchern drin. Tatsächlich ist diese Flöte nämlich einfach aus PVC gebaut. Normalerweise sind Fujaras sehr teure Flöten, die aus massiven, großen Ästen gebaut werden. So eine Fujara, die ja, kann dann locker dann auch schon mal je nach Größe 300 bis 1000 Euro kosten. Und je nach Flötenbauer auch noch mehr. Und dieses ganze Set hier, das gibt's, ich glaube, ich habe jetzt mit diesem Schwabbelcase irgendwas um die 170 Euro mit Versand oder so bezahlt. Macht man erst sagen, gut, für ein paar Plastikrohre aus dem Baumarkt ist es viel Geld, aber wenn man bedenkt, was man dafür an eine Menge Flöten bekommt, und die sind nämlich trotzdem von einem Flötenmeister gebaut. Gebaut werden die von Max Brumberg. Das ist der Obertonflötenbauer Crack in Westeuropa, kann man bald sagen. Wenn hier irgendwo Obertonflöten bei irgendwelchen Mittelaltermärkten auftauchen, kannst du fast immer davon ausgehen, die sind von Max. Vertreiben tut er das selber nicht, sondern vertrieben wird das Ganze über Madishana.com. Das ist ein befreundeter Musiker von Max, der auch selber Instrumente baut. Und wenn man diese PVC-Anmutung nicht mag, der macht die auch in hübsch.
Dann ist die noch schön lackiert in dunkelbraun oder in schwarz oder sogar mit Ornamenten. Kostet natürlich dann ein ganzes Stückchen mehr. Ich wollte keine dunkle Flöte haben, weil ich spiele die draußen im Wald und wenn die dann mal irgendwo an einem Lagerfeuer, dann so eine 1,70 Meter lange schwarze Flöte aus Kunststofflicht, dann kann man drauf wetten, wie lange die hält. Wahrscheinlich bin ich der Erste, der selber auf meine eigene Flöte latschen würde. Deswegen finde ich das Helle eigentlich schon sehr praktisch. Die soll ja auch klingen vor allem, ne? Und dieses Band hier habe ich mir übrigens noch selber drum gemacht, weil ich schon vorab gemerkt habe, dass dieses Anblasrohr hier ein bisschen nur mit dem Klebeband hier ein bisschen schwabbelig dran war. Naja, also abgesehen vom Preis hat das natürlich den Vorteil, so eine Kunststoffflöte, die kannst du im Regen mitnehmen, die hält Hitze aus, die hält alles aus. Außer halt, wenn man drauf tritt. Ne? Im Gegensatz zu früher ist, wird die, diese Futujara jetzt auch, wie man hier sieht, mit einem Kunststoff-Tonerzeugungskern gebaut. Das ist ja eine Kernspaltflöte. Das heißt, der Ton wird nicht an einer Anblaskante mit den Lippen erzeugt, sondern irgendwo innerhalb der Flöte. Das ist hier. Hat den Vorteil, man kann einfach irgendwie reinpusten. Man muss die Lippen nicht so besonders komisch formen. Da habe ich nämlich immer Probleme mit. Ich kann keine Anblaskanten irgendwie. Ich kriege keinen Ton raus. Ja, aber wie gesagt, die ist ja auch jetzt aus Kunststoff. Früher war das auch noch aus Holz. Bei den früheren Modellen wird auch, glaube ich, noch mit als Holz beworben. Stand. Aber ich finde das eigentlich konsequent, dass das auch aus Kunststoff ist. Denn, ja, wie gesagt, Regen, Nässe, Hitze ist einfach stabiler dabei. Gebaut, also und dann gibt es, habe ich jetzt gerade nicht mit ausgepackt, jetzt hierfür noch ein Mundstück oder halt den Schlauch. Der Schlauch hat einen großen Vorteil. Sonst kann man die ganz langen hier gar nicht mehr spielen, weil man nicht mehr in die Grifflöcher kommt. Und man kann damit, weil die ja auch so schön leicht ist, was bei einer Holzfutsara nie ginge, die Futsara noch. Ja, so wie, dass ich nicht die falsche Flöte im Bild habe. Nee. Die Fujara noch mit einer zusätzlichen Technik spielen, die sonst nur bei Obertonflöten möglich ist, nämlich das Abdacken des unteren Loches. Ja, ich würde sagen, probieren wir mal aus. Dann nehmen wir mal einfach das kleinste Stück dafür. Das hier, ich habe mir irgendwo auch schon mal reingeschrieben, das ist D. Wo die zwei Löcher enger zusammenstehen, das kommt nach oben. Und dann wird das hier einfach in die Muffe gesteckt. Flop, fertig ist die Fujara. Ne? Die Muffe könnte ruhig eigentlich noch ein bisschen größer sein, aber vermutlich ist die schon so vorgegeben, weil das halt irgendwo Standard-PVC-Ware ist. Und dann wollen wir mal gucken, was man damit spielen können. Und zwar, man merkt manchmal schon den Hall, ne? Hier, ich sitze hier nämlich an dem, was ich immer meinen Klangbrunnen nenne. Hübsch ist es nicht. Das ist wahrscheinlich hinter dieser Mauer da hinten ist ein großes, rundes, leeres Becken. Das war hier vielleicht mal ein Hochwasserbehälter oder sowas. Jetzt steht die Tür immer offen. Und hier mache ich dann gerne mal Lärm, ne? Also schauen wir mal, was die Fotojara drauf hat. Ist ein Ton, ne? Also fangen wir mal richtig an. Ne? Ich spiele es mal Lied. Und zwar heißt das Lied. Ja, war noch nichts, ne? Nochmal.
Er fliegt ja dann gerade mit dem Flugzeug drüber weg. Ja, ist es denn noch die Möglichkeit? Oder so, schrapp, schrapp. Menno. Ja, da kann ich erstmal einer rauchen. Ne? Deswegen spiele ich am liebsten nachts, das ist auch total ruhig. Man hört mich so wahrscheinlich in der ganzen Stadt und aber es weiß ja keiner, wo es herkommt.
hier geht. Da bin ich an der Sichtbarkeitsgrenze und nicht weit weg entfernt, einen Weg runter. Da ist, glaube ich, gerade ein Fahrradfahrer runtergefahren, hat gebremst. Und hat das Miau gemacht. Aber ich muss auch aufhören jetzt. Ich merke das nämlich jetzt schon, wo ich den Rillo anrauche, ich muss es mal kann. Kennt ihr die? Die Makaken? Das lustige kleine Brüller. Bis gleich. Ne?